Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MaxNack, ich spiele mit euch Bastion. Ich will mir das lange Rumschwafeln am Anfang jetzt auch wieder abgewöhnen. Wir springen direkt wieder in den Story-Mode, setzen das letzte Spiel fort. He comes back, just like I knew he would. Ja. The core hums in his pack, the monument's calling for it. Alles klar. Mal wieder akzeptiert das Spiel nicht das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Sei es drum. Nochmal. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Klaro. So, was hat der Fremde denn noch zu erzählen? Sprich zu uns, Fremder. Zerlumpte Haube. Ich kann nach der Haube fragen. The windbags used to be all right. Then the Calamity took the floor out from under him. Aha. Unser Leichling. Was kann der denn? So, das Fundament. Da bauen wir jetzt wieder eine Schmiede. Schauen wieder, was drin ist. A lot of things need fixing up in this world. And we can start right here. Check. Waffenlager müssen wir auch noch einmal abfragen. Damit wir da auch wieder auf dem neuesten Stand sind. The repeater and machete, favorite choices of the Ura hunters we once fought. Ja, nett. Ein Kommentar zu meiner jetzigen Ausrüstung. Soll uns aber auch erstmal egal sein. Wir gehen in den Skyway. Wir wollen schließlich das nächste Level. Traces of other cores while the kid was out. Ja. Wir wollen schließlich andere Plätze finden lernen. Jetzt haben wir zwei neue Plätze. Einmal den hier. Der Abendrotpfad. Er müsste sich auf diesem gefährlichen Gang befinden. Sei vorsichtig da oben. Oder, was haben wir hier unten noch? Schmelztiegel. Kerngeortet. Unter all dem Frachtgut verschlossen sein. Och, da bin ich ja jetzt mal pragmatisch. Da gehen wir hier mal nach rechts. Ist das hier noch? Das ist die Bastion-Ausgangsbasis, genau. Links ist nichts, oben ist nur das blöde Tutorial-Training-Ding. Wir gehen den Abendrotpfad. Flieg, mein kleiner, flieg! Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure, though. Nein. Wir wollen mit unserer tollen Machete Dinge kaputt hauen. Haha. Steine. Laternen. Säulen können wir nicht. Matratzen. Nein. Wasserpfeifen. Mehr Steine. Haha. Oh, da ist noch ein Fass. Haha. So. Los geht den. Somebody gets to the core before the kid. Ungutes Gefühl. Nein. Wir sind safe. Floor starts giving way under the lightest step. A single panic squirt could bring the whole place down. So could a reckless kid, for that matter. Schalali und Schalala. Hier sind wir aber erstmal sicher, weil hier keine Platte fallen können. Zack, zack, zack. Alle mal kaputt gehauen. Jetzt Luft geholt. Ein paar Sachen kaputt geprügelt hier. Weil Sachen kaputt prügeln etwas ist, was ich gut kann. Schalala. So, aber ich fürchte, jetzt muss ich wieder laufen. Weil, was lustig ist, wir haben da eine Notfallpfad quasi, der sich neben dem eigentlichen Pfad aufbaut. Jetzt
scheint es so zu wissen. Nee. Hier renne ich jetzt nicht, ganz bestimmt nicht. Wer muss ich denn hier tun? Ah, Security kaputt schlagen. Gut, das können wir ja. Krieg ich alles hin. So, einmal heilen. Dann können wir mal wieder mit dem Schild vorgehen hier. Sehr lustig. Große Lampe, kleine Lampe. Ja. Oh. Rechts liegt was Interessantes, das will ich haben. Finds a spyglass, like the ones they'd use to search the stars. Ich hab bestimmt nachher noch den Alten zu fragen, Fremden. Air travel always was an iffy proposition. Ich will die Kristalle haben. Ist mir egal, wie gefährlich das ist. The calamity changed everything. So. Even where the wind blows. Wo der Wind hinbläst, ist mir ehrlich gesagt gerade ziemlich schnuppe. So, Gesundheit aufgefüllt. Das ist was Gutes. The winds in the old days, we can do it again. But the question is, who else could have taken the core? Well, ain't no survivor stole the thing. Wirks, 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 wirks. Ist das eklig. So, die Jungs sind wir schon mal los. Müssen wir einmal durch den Schleim durch und lauf schon. Kloppen wir den nochmal kurz und klein, den blöden Scumbag hier. Nein! Na gut. Dann kümmern wir uns hier erstmal um die Security. Kümmern wir uns auch gleich unten nochmal um die Security. So. Jetzt dürften wir eigentlich wieder ganz normal laufen dürfen. Nee, dürfen wir immer noch nicht. Find time to find them. Ich habe eine Handgranate gefunden. Hurra! Bestimmt mit Ruhe an dieser Stelle auch irgendwie ausprobieren. Zack. He's wise to toss those things that far away. Yay, so funktionieren Handgranaten. Herz allerliebst. Ne, da gehen wir gleich durch. Erstmal benutzen wir die Luftbrücke hier. Was haben wir da noch? Was Verkohltes? Was soll das denn sein? Mal wieder zurück. Mit X, genau. Zack. Hm. Fällt uns glatt das Stück Fußboden weg. Even gas fellas need some shut eye from time to time. They get real cranky. Ja, super. Und lass uns wieder alles an mir aus. Ah!
Verdammt. Gut. Das nächste Mal vorsichtiger sein. So, nichtsdestotrotz kloppen wir gerne alles kurz und klein. Nicht wahr? So wirft man die Machete also. But then somebody gets to the core before the kid. Aber gerade schon gelernt, das muss uns nicht groß irritieren hier. Wir kommen trotzdem ganz einfach durch. Ja. Alles nicht so wild, wie es aussieht. Schalala und schalali. Wir haben ja jetzt hier noch diesen Außenweg. Also so als Rückzugsweg dient. So. Dinge kaputt machen. Ich glaube, ich gewöhne mir einfach mal an, die Security immer gleich mit auszuschalten. Weil was kaputt ist, kann ich mehr nerven, wa? So. Was ist das? Weil ich hier jetzt nicht stehen bleiben möchte. Was ich aber lustig finde, ist, dass dieser Leichling vorläuft. Ist das sowas wie mein Tutorial-Leichling? So. So, das ist noch eingesammelt. Quick and careful is the only way to go. Ich würde sagen, wie um Himmels Willen soll ich denn da jetzt zurückkommen? So, wurscht. So geht's. Laufen. Pause. So. Ach, jetzt kommt wieder diese Passage mit dem Rumspringen. Oh. Shit the wall on. Scheiß die Wand an. Ich will doch hier nur rüber, das hat doch eben so schön geklappt. Find a spyglass, like the ones they'd use to search the stars. Und die Biester. Air travel always was an iffy proposition. But calamity changed everything, even where the wind blows. Bla 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 bla. Hier können wir wieder ein bisschen ausruhen. Ich will ein bisschen ausruhen. So, Security ausschalten.
So, dann kann ich nämlich hier nochmal meine Gesundheit auffrischen. Tränke habe ich noch alle. Und dann geht's. Sicher. Das ist am klügsten, wenn ich erstmal diese Spukmaschinerie ausschalte. Dann spuckt die auch gleich keine Viecher mehr aus. Well, ain't no survivor stole the thing. Scumbag ate by mistake. Zack, zack, zack. Das ist der kleine Scumbag immer noch. Ja. Ha. So, das hat gut funktioniert. Ich heile mich. Das ist wieder mein kleiner Runner-Freund. No, they used to ship live munitions down the path. Find time to find them. Ich habe Handgranaten gefunden. Zack, boom. These wires to toss those things plenty far away. Doch, die Handgranaten gefallen mir. Das ist eine schicke Sache. So, mal die Luftbrücke benutzen. So, dann können wir hier etwas Verkohltes einsammeln. Gleich mal gucken. Etwas Verkohltes ist Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Ein Bürsteinbrocken, der durch die Katastrophe zutage gefördert wurde, extrem hitzebeständig, da er bereits den heißesten Flammen ausgesetzt war. Aha. Da müssen wir quasi in der Bastion direkt mal gucken, wofür der jetzt zu gebrauchen ist. So. Herzhaft auf der Fresse gelandet. Weiter geht's. Großleichtling. Hier hat's mich gerade zerlegt. Dann versuchen wir jetzt diesmal ein bisschen länger durchzuhalten. Puh. Ich trinke einen Heiltrank. Weil Heiltrank gut für mich ist. Und ich zerschlage Dinge, weil das auch gut für mich ist. Das ist kein Brunnen. Hier ist ein Skyway. An dieser Stelle müssen wir leider einmal ausblenden. Der Grund ist, dass sich meine Videoaufnahme verabschiedet hat und es das damit war. Nichtsdestotrotz verpasst ihr an der Stelle nicht viel. Es ist so, dass der Junge zu Bastion zurückkommt und dass zwischendurch nur noch die Frage gestellt wird, ob es noch weitere Überlebende gibt. So, von der Bastion aus, wo der Junge gleich ankommen wird, werden wir im nächsten Let's Play weitermachen. Ich bitte diese Unannehmlichkeit, wie es so schön heißt, zu entschuldigen. Danke!